Herzlich willkommen zu heutigen Video. Heute koche ich mit euch gemeinsam gefüllte Paprika. Paprika, ich komme aus dem Land, aus dem Paprikaland, und deswegen zeige ich euch meine Variante, wie ich vegetarische gefüllte Paprika. Euch auf diese heutige Video ein. Wundervoll. Die Klangschalen sind dabei, denn Klangschalen sind ja im Grunde auch eine Kochgeschirr. So entstand auch die Geschichte, und das ist auch so ein bisschen mein Markenzeichen. So, ich habe 6 Paprika vorbereitet. Ich habe grüne und 3 rote und gelbe mitgebracht. Und dazu schneiden wir natürlich, die sind schön gewaschen, schneiden wir so, also im Grunde schneiden wir so wundervoll dieses Kerngehäuse raus. Und ja, und dann sehen die so aus. Und natürlich lassen wir hier diesen Deckel, lassen wir hier wunderbar, damit wir das auch zumachen können. Es gibt eine ganz, ganz leckere Füllung. Mhm. Ich freue mich schon darauf. Das ist mein absolutes Lieblingsgericht. Als Kind habe ich das immer sehr gerne gegessen, gefüllte Paprika. Wunderbar. Und natürlich heute auf vegetarische Art und Weise. Und jetzt füllen wir die Paprika. Natürlich gibt es auch heute eine gemüsereiche Füllung. Ich habe hier eine kleine Brokkoli dabei. Das werde ich jetzt natürlich auch in der Thermomix zerkleinern, so richtig schön. Brokkoli habe ich dabei. Das gebe ich hier mit. Dann habe ich hier 3 Karotten dabei. Das kommt rein. Dann haben wir eine kleine Zucchini. Geben wir auch mit hinein. 3 Birnen, ja, genau, du hast richtig gehört. Birnen, das gibt die nötige Süße und es wird auch so ein bisschen saftig dadurch. Ja. Schalotten, da habe ich hier 3 Schalotten dabei. Das gebe ich auch hier mit in den Mixtopf hinein. Dann wird das ganz schnell, ja, klein gemacht. Also circa 7 Sekunden. So, auf Stufe 5, und das zeige ich dir. Schau mal, hier ganz viel Gemüse. Wow, was eine tolle Mischung hier. Ja, und das ist schon ohnehin sehr saftig durch das Gemüse und Birnen natürlich, ne? Und ich habe schon in der Zwischenzeit, schau mal hier, in der Zwischenzeit habe ich Sojagranulat eingeweicht. Das sind so circa, habe ich jetzt 20 Esslöffel mit etwas heißem Wasser übergossen. Und so sieht das aus, so circa 400 Gramm, wie jetzt so ein Päckchen. Sagen wir mal, wenn man, ja, so in etwa so 400 Gramm sind das, ne? Das geben wir halt hier auch mit hinein. Ist so ein bisschen warm. Das muss dann immer mit dem brühendem heißen kochenden Wasser übergossen werden und quellen lassen. So wundervoll. Habe ich noch ein so ein Schüssel Paniermehl. Das gebe ich hier auch mit hinein. Naturreis. Also hier diese dunkle Variante gekocht. Auch ein Schüssel. Gebe ich auch hier mit hinein. Das bindet auch so schön und saugt die nötige Feuchte auf. Ja, und dann habe ich jetzt hier 3 Eier. Und dann vermengen wir das Ganze. Dann wird das Ganze hier gefüllt. Die Paprika gefüllt. Ja, und dann wird das gewürzt. So, dann geben wir ein bisschen Pfeffer noch mit hinein. Salz. So, dann habe ich hier noch etwas Zitronensalz, also das ist grobe Salz, getrocknet mit etwas Zitronenschale dazu. Jetzt habe ich hier noch frischen Muskat, denn frischer Muskat darf nicht fehlen
auch in alle gefüllten Sachen gebe ich noch eine halbe Muskatnuss. Ja, großartig. Das sieht doch toll aus schon. Hier alles vermengt, wunderbar. Etwas Gewürzpaste mit reingeben. Auch natürlich findest du auch dazu ein Rezept. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, so 5 Teelöffel, denn ja, denn das ist also auch so mit Gemüse. Das hat so je nachdem jede Gewürzpaste ihre eigene Note. So, Sekunde. So, die Paprika wird denn jetzt gefüllt. So, ich habe auch hier die Deckel also wunderbar abgeschnitten. So, ich hoffe, das ist jetzt geschmacklich gut. Mit dieser Masse, also es ist eine schöne homogene Masse. Und da braucht man auch keine Beilage mehr. Denn das ist perfekt. Da ist Reis schon drin, da ist Soja schon drin, das Gemüse schon drin. Kann man schön Baguette dazu reichen. So sieht dann die gefüllte Paprika aus. So. Und das gebe ich hier in meinen Lieblingstopf mit. Denn, also das ist nicht zu hoch, finde ich. Und das ist wunderbar, wenn man jetzt so gefüllte Sachen drin kocht. Auch Kohlrouladen, das ist wunderbar. So, wunderbar. Und da ist es die 6. Paprika fertig. So. So, wunderbar. Da ist noch jede Menge übrig. Da schauen wir, was wir aus dieser Masse machen können. Also da können wir auf jeden Fall noch was machen. Wir können die auch als Bratlinge braten. Also sei in der Küche ganz kreativ dabei. Dann hat man auch schon direkt Bratlinge für die Familie. Also das ist jetzt auch mit durch viele Gemüse ist das auch recht kalorienarm oder halt eine gute Variante. Dann machen wir Bratlinge daraus. Also einfach in der Haferflocken gewendet und gebraten. Wunderbar. So, dazu habe ich jetzt hier frischen Tomatensaft vorbereitet. Ja, das gebe ich jetzt hier mit in den Saft hinein, hier in diese Schale, und noch etwas Wasser kommt hierbei, so circa, ja, so 200-300 Milliliter, und dann Deckel drauf und dann wird das schön langsam gekocht. So, dazu gebe ich hier noch so ein klein bisschen von dem Salz mit hinein, dann ist das auch jetzt schon in einem weg. Das gibt ja so eine zitronige Note. So etwas Pfeffer mit rein. So, und natürlich darf hier von nichts fehlen, von der Gewürzpaste. Da geben wir noch einfach ja 2 Teelöffel mit hinein. So circa, ja, erstmal ankochen. So circa 30 bis 40 Minuten, dann ist das. So. Und ich mache jetzt hier noch von der restlichen Masse leckere Bratlinge.
Also natürlich könnt ihr diese Füllung auch als Bratlinge benutzen. Mit ganz viel Gemüse, Haferflocken hier. Das intuitive Kochen, wundervoll. Und auf heiße Olivenöl wird das gebraten. Was ich jetzt noch reingeben werde, das ist Moringa. Und das ist normalerweise ein Tee. Und wir geben hier mit in der Paprika statt Gewürz rein, denn Moringa ist auch eine unglaublich gesunde Pflanze. Und das schmeckt so ähnlich wie... Ja, Petersilie wäre zu viel gesagt, aber das gibt so ein schönes kräuteriges Aroma. Das soll euch auch inspirieren, mehr vegetarische Gerichte zu machen, vielleicht noch sogar vegane Gerichte. Also da überlegen wir uns noch, was wir uns da einfallen lassen können. Also einfach mehr im Einklang mit der Natur zu sein. Das ist umgefallen, die eine Paprika. Und schon eine gute halbe Stunde ist vergangen und die Paprika ist fertig. So sieht es aus. Oh, noch am Köcheln, am Duften, wundervoll. So, schaut mal, sieht das nicht schön aus? Und diese Moringa, was ich noch reingestreut habe, das ist wie so Kräuter, wie Petersilie, das gibt auch noch mal eine ganz besondere Aroma. Welche Farbe nehmen wir? Wir nehmen einmal die rote Paprika. Hier ist das Hütchen dazu. Und zum Abbinden der Paprika könnt ihr gut Haferflocken benutzen. So sieht es denn aus. So. Wundervoll. Und von dem restlichen Menge habe ich
Bratlinge gebacken mit Haferflocken gewendet und das ist das Ergebnis. Alles mit Gemüse und mit etwas Soja. Und es duftet auch herrlich und da probieren wir auch nochmal. Eine gute halbe Stunde, diese Gemüse sollte nicht ganz matschig sein. Es sollte noch ein kleines bisschen Biss haben. Und ich schneide dir das jetzt mal auf. So sieht es denn im Schnitt aus. Und jetzt probiere ich mal. Die Soße mit Haferflocken abbinden. So nach Gefühl, nach Gefühl. Wunderbar, wunderbar. Und jetzt auch noch etwas vom Paprika. Also es ist noch nicht ganz weich, wie du siehst. Also ein bisschen gar ist es, aber ups. Aber wie gesagt, also so schön bissfest. So. Wunderbar. Ich wünsche dir viel Freude beim Ausprobieren. Schreibe auch ruhig in Kommentare, wie dir das gefallen hat. Und ich freue mich, wenn du das nächste Mal auch dabei bist. Bis bald.